guten Morgen hier aus Innsbruck. Neuer Tag, neue Möglichkeiten. Heute kein Skifahren, heute mal Regeneration. Die Diät schreitet voran und habe heute Morgen 89,9 gewogen. Ihr habt es gesehen, ich habe es wieder eingetragen. Konnte natürlich nicht jeden Tag eintragen, weil ich auf Reise war und da keine Waage mitnehme. So verrückt bin ich dann doch nicht. Hatte heute kurz überlegt, einen Refeed-Tag zu machen, also kurzfristig die Kalorien hochzusetzen, weil ich sehr, sehr stark abgenommen habe. Habe aber dann nochmal analysiert und dann festgestellt, okay, ich habe gar keine Kraft verloren. Warum sollte ich jetzt die Kalorien erhöhen, wenn es doch gerade so gut läuft? Also einen Refeed-Tag macht man immer, wenn man gerade sehr starke Kraft verliert. Weil wenn man Kraft verliert, verliert man auch Muskelmasse. Und in dem Sinne läuft alles perfekt bei mir, weil ich nehme sehr stark ab, aber halte meine Kraft, sodass die Muskelmasse erhalten werden kann, auch wenn sie sehr flach aussieht, weil einfach kein Glykogen, das heißt keine Kohlenhydrate in der Muskulatur sind. Das so viel zur Diät. Jetzt geht's in den Tag. Erstmal hier einen schönen schwarzen Kaffee, Porridge und dann geht's auf. Geht's auf ins Training. Ich habe richtig, richtig Bock, weil es gerade auch so gut läuft mit der Diät und allem. Und ich würde sagen, jetzt lass mal ein paar Gewichte sprechen. Vorüber. Jetzt geht's erstmal zum Essen. Es ist Freitag. Subway. Ja. Tuna Sub. Oh, so, riesiger Hunger. Ich kann gar nicht mehr sprechen, so groß Hunger habe ich. Du weißt gar nicht, sagen? Ist in Deutschland auch so Sub of the Day Tuna am Freitag? Ja, ja. Okay. Also ganz offen. Habt ihr letzte Woche Freitag gesehen in München? Ja, stimmt. Genau. Stimmt. Also, gehen wir mal dahin und gucken wir mal, wie das zubereitet wird. Gurden. Danke. Dir auch. Danke. Sehr gut. Oh, gut gestärkt. Jetzt geht's in den Nachmittag. Jetzt mal ein bisschen Büro arbeiten und dann nachher zum Friseur. Ich habe mir schon eine Frisur überlegt. Sehr gut. Ewig lang nicht mehr vom Mann geschnitten. Bin gespannt. Ja, ist ja was anderes, ne? Ja. Also ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ich nehme euch auf jeden Fall mal mit oder zeige auf jeden Fall mal ein Nachherbild. Also das war brutal, jetzt hat er mir, ich wurde aus mir echt eine Stunde in die Haare geschnitten und ich glaube, das war der beste Haarschnitt in meinem ganzen Leben, also Thumbs Ups, da komme ich auf jeden Fall nochmal wieder, eine Stunde Haare waschen, er hat mir die Augen braun gemacht, hier die ganzen Übergänge und das alles für 32 Euro, boah, das ist echt super günstig. Okay, jetzt gehe ich mal wieder zu Marius und frage ihn mal, was er so sagt. Jetzt muss man deinen einen Eindruck sagen. Oh nein. Guck mal. Schlimm. Oh, ist so krass. Heieiei. Sieht ein bisschen aus wie Elvis Presley. Ja, sicher. Krass. Ja, du wirst es ja anders machen. Das nach oben und so machst du dir ja so nicht. Oder? So ähnlich, ne? Oh, sieht man das an? Echt krass. Hat echt gute Arbeit gemacht. Okay. Also ich bin echt positiv überrascht. Nicht sehr, sehr gut. Aber ich mache mir natürlich ein bisschen nicht ganz so voluminös. Ja, genau. Warte, ich mache sie jetzt mal so, wie ich sie mir machen würde. Und wer da? Zaubern. Tipptopp. Action, Action. Okay, spinnen wir mal weiter.
Es schneit, wuhu. Da fühle ich mich immer wieder wie ein kleines Kind und ja, geil. Morgen Skifahren, voll Bock drauf. Jetzt erstmal gerade das Auto abholen. Hier oben an der Nordkette, hier gibt es einen Parkplatz, hier kann man umsonst parken und ja, easy. So, letzte Mahlzeit und für Marius noch mal ein Sub. Der muss ja Maha-Masse machen, Maha-Masse-Lifestyle. Ja, viel essen. Genau. Ja, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen arbeiten. Heute ist nämlich Freitag, heute ist abends Arbeitszeit. Noch, ja. Und, wenn man am Wochenende Skifahren gehen will, ist das so. Genau, ja. Weil morgen geht's zum Skifahren. Wohin? Werdet ihr dann sehen, es sind ganz viele Leute dabei. Das heißt, es wird auch nicht Action geben. Müsst ihr auch unbedingt wieder einschalten. Und ich würde sagen, dann wünschen wir noch ein extrem... Ah, ganz wichtig noch. Maha-Reise. Wer es noch nicht mitbekommen hat, schaut mal unten in die Beschreibung. Wir bieten eine Reise an, 30.03. bis 2.04. ab 200 Euro mit Basti, Marius und mir. Vier Tage Skifahren. In dem Sinne, macht's gut, Marius und Julian. Ciao. Ciao.